In den Studienprogrammen des ZDF, verehrte Zuschauer, kommen von heute an bis zum 6.12., jeweils samstags um 11.30 Uhr, wieder die Naturwissenschaften zu Wort, genauer gesagt die Chemie. Gemeinsam mit dem Südwestfunk, der übrigens schon am 16. August mit der Ausstrahlung begann, wiederholen wir den vierten Abschnitt dieses Studienprogramms. Die 13 Sendungen stehen unter dem Generalthema Wege zum Produkt. Die einzelnen Programme sollen, wie immer beispielhaft, Eindrücke davon vermitteln, nach welchen Konzepten und mit welch ausgeklügelten Verfahren die Chemie jene beeindruckende Fülle intelligenter Produkte bereitstellt, ohne die unser Lebensstandard und unsere Lebensqualität undenkbar wären. Den zahllosen und oft rein emotionalen Schmähungen der Chemie in der Gegenwart wollen wir die sachlich-kritische Frage gegenüberstellen: Abrechnen oder rechnen mit Chemie? Paris 1775. Die Französische Akademie der Wissenschaften schreibt einen Preis aus für ein Herstellungsverfahren von Soda. Eine der darauf eingereichten Arbeiten wurde zum Grundstein für den ersten Großprozess in der Geschichte der industriellen Chemie. Ein Preisausschreiben wegen Soda? Ende des 18. Jahrhunderts war in England die industrielle Revolution in vollem Gange. Mit der Erfindung des mechanischen Webstuhls entwickelte sich die Textilindustrie sprunghaft. Und ebenso sprunghaft wuchs der Bedarf an Seifen und Bleichmitteln. Ausgangsstoff dafür war Soda. Denn wässrige Lösungen von Soda reagieren stark alkalisch. Das zeigt sich hier, wo Sodalösung zu Phenolphthalein-Lösung gegossen wird. Woraufhin der farblose Indikator nach Rot umschlägt. Diesen alkalischen Charakter von Sodalösungen nutzten die Seifensieder, um Fette zu spalten. Aber um Soda herzustellen, hatte die Chemie nichts anderes anzubieten als ein im Grunde jahrtausendaltes Verfahren. Asche durch Verbrennen von Seepflanzen gewonnen, füllte man in Stoffbeutel und laugte die Asche in heißem Wasser aus. Das Ganze zu primitiv, um den Soda-Bedarf der rasch aufblühenden Industrie zu decken. An dem Preisausschreiben der Akademie beteiligte sich auch ein französischer Chirurg, Nicolas Leblanc. Er ersann ein brillantes Verfahren, um das massenweise vorhandene billige Steinsalz in die begehrte Soda zu verwandeln. Bei diesem Leblanc-Prozess lässt man konzentrierte Schwefelsäure auf Steinsalz, chemisch Natriumchlorid, einwirken. Gasförmig entweicht dabei Chlorwasserstoff und Natriumsulfat bleibt zurück. Es wird mit Kohle und Kalk geröstet. Das aschenähnliche Produkt enthält ein Gemisch vor allem aus Soda und Calciumsulfid. Mit Wasser lässt sich daraus die Soda auslaugen. Beim Filtrieren bleiben alle festen Anteile zurück, während Soda gelöst das Filter passiert. Kühlt das Filtrat ab, so scheidet sich Soda schließlich in Form farbloser Kristalle aus. Mit seinem neuen Verfahren kam Nicolas Leblanc freilich weder zu Ruhm noch zu Reichtum. Die Wirren der französischen Revolution versagten ihm Preis und Verdienst.
und schon wenige Jahrzehnte später war auch das Verfahren selbst überholt. Es wurde abgelöst durch eine noch rationellere Methode. Nach ihr wird bis zum Tage Soda großtechnisch erzeugt. Was wir eben gesehen haben, kennzeichnet den Themenschwerpunkt für den vierten Abschnitt unseres ZDF-Studienprogramms Chemie, an dessen Beginn ich Sie sehr herzlich begrüße. Chemische Produkte. Woher kommen sie? Wie lassen sie sich umformen? Wohin gehen sie? Das wollen wir hier in wiederum 13 Beiträgen und natürlich auch wieder nur beispielhaft verfolgen. Und auch dies ist, wie in den vorangegangenen drei Abschnitten, unser Ziel. Wir möchten Ihnen die Chemie als Ganzes vorstellen, aber eben unter einem ganz bestimmten Aspekt. Jetzt vom Rohstoff zum Produkt. Das ist auch der Titel des Begleitbuches, das zu diesem vierten Abschnitt der Reihe erschienen ist. Sie können darin in Ruhe nachlesen, sich ebenso aber auch darauf vorbereiten, was in den Sendungen hier an farbigen Bilderfolgen notwendigerweise gedrängt an Ihnen vorbeizieht. Und auch das gilt nach wie vor, Sie müssen nicht die vorangegangenen Sendungen gesehen haben, um die kommenden zu verstehen. Wer sich jedoch im Nachhinein noch informieren will, kann zu diesen Begleitbüchern greifen, die zu den drei ersten Abschnitten bereits erschienen sind. Allemal auch heute ein kurzer Blick zurück. Was Materie an äußeren Eigenschaften zeigt, lässt sich meist aus ihrem atomaren Aufbau heraus verstehen. Zum Beispiel die drei Aggregatzustände: fest, flüssig und gasförmig. Sie beruhen auf der unterschiedlichen Anordnung der atomaren Bausteine bzw. ihrer Wechselwirkung untereinander. Am schwächsten ist diese im Gaszustand. Fast unabhängig voneinander fliegen die Moleküle ungeordnet durcheinander. Nur eine Gefäßwand vermag zu verhindern, dass sich ein Gas unbegrenzt ausbreitet. Viel dichter bewegen sich die atomaren Bausteine in Flüssigkeiten aneinander vorbei. Ihre Wechselwirkung untereinander ist so groß, dass sie von selbst zusammenhalten und eine Oberfläche ausbilden. Am wenigsten beweglich sind die atomaren Bausteine in einem festen Stoff. Sie nehmen darin geordnet Gitterplätze ein, die sie nicht verlassen können, und um die herum sie lediglich eine Wärmebewegung in Form von Schwingungen ausführen. Den Zusammenhalt von Atomen zu größeren Verbänden besorgen immer elektrische Kräfte. Im einfachsten Falle führt das zu Molekülen, wie hier zu Benzol. In einem Molekül sind mehrere Atome durch den gemeinsamen Besitz von Elektronen miteinander verknüpft zu einem Gebilde, das nach außen abgeschlossen und elektrisch neutral ist. In Metallen bewegen sich Elektronen dagegen vergleichsweise frei über einen weiten Bereich zwischen positiv geladenen Atomrümpfen. Daher bestehen Metalle nicht aus einzelnen Molekülen, sondern stellen eher einen riesigen Molekülkristall vor. In einem typischen Salz schließlich sind Elektronen von einer Bausteinsorte ganz auf eine zweite übergewechselt. Das Resultat sind entgegengesetzt geladene Bausteine, Ionen, die durch starke elektrische Kräfte zu einem typischen Gitter zusammengehalten werden. In die Vielzahl der Elemente eine Ordnung zu bringen, also ein Schema zu finden, nachdem ihre Atome aufgebaut sind, war das nächste Ziel. Das Besetzen der verschiedenen Aufenthaltsräume in der Hülle von Atomen nach aufsteigender Energie mit Elektronen führt dazu, dass in periodischer Abfolge Atome mit gleicher Anordnung der Außenelektronen erscheinen. Weil diese Elektronen aber das chemische Verhalten eines Elements bestimmen, kehren in der gleichen periodischen Abfolge Elemente mit verwandten Eigenschaften wieder. Im Periodensystem erscheinen sie in jeweils einer Gruppe untereinander. So finden sich in dieser Weltkarte der Chemie die ausgeprägten Nichtmetalle im rechten oberen Dreieck. Die reaktivsten Metalle dagegen, voran die Alkalimetalle, gerade gegenüber,
also im linken Bereich des Periodensystems. Warum und wie Stoffe chemisch miteinander reagieren, das schließlich war das Generalthema des dritten Abschnittes dieser Reihe. Zum Wie führten Reaktionen wie diese, bei der eine organische Verbindung unter Abstrahlen von Licht zerfällt. Dessen Intensität lässt sich messen. Über die Zeit verfolgt, ist sie ein sichtbares Zeichen chemischen Reagierens. Die alltägliche Erfahrung, dass beim Öffnen einer Flasche ein Gas daraus von selbst entweicht, lieferte uns eine Antwort auf das Warum. Treibende Kraft hinter allen chemischen Reaktionen ist letztlich die Zunahme von Unordnung, wie sie sich auch in diesem Trick einstellt. Bei aller notwendigen Theorie haben wir dabei immer den Stoff in den Vordergrund gerückt, denn Chemie ist und bleibt ja doch nun einmal die Lehre von den Stoffen und ihren Veränderungen. Nur, an Bilder wie diese denkt heute kaum noch jemand, wenn im Alltag das Wort Chemie fällt. Viel eher schon an solche. Industriekomplexe, die im wörtlichen Sinne undurchschaubar sind, und die fast immer charakteristische Gerüche in die Umwelt verströmen. Eine solche Landschaft aus Türmen, Tanks und Leitungen hat viele Gesichter. Imposant und bedrohlich liegen da bisweilen dicht beieinander. Wie jeder Organismus, so sind auch diese Riesen ohne Wasser und Luft nicht funktionsfähig. Deshalb erwachsen allein aus der Dimension der Anlagen nicht selten schwerwiegende Probleme für die Umwelt. Und es ist diese Belastung der Umwelt, die die Chemie in unseren Tagen immer aufs Neue in die Schlagzeilen bringt. Dabei übersehen viele nur zu leicht oder geflissentlich das gewaltige Produktangebot der Chemie, das schließlich jeder von uns auf seine Weise, aber doch ganz selbstverständlich jeden Tag in Anspruch nimmt. Diese Produkte und die Wege, auf denen sie entstehen, wollen wir in diesem Abschnitt unserer Reihe ganz in den Vordergrund rücken. Nach wie vor gilt dabei unser Hauptaugenmerk den chemischen Zusammenhängen, jetzt aber unter neuen, dem Thema angemessenen Aspekten. Ein Beispiel: Nebenprodukte, wie sie zwangsläufig bei jedem chemischen Prozess anfallen. Im Labor, belanglos, können Unmengen davon in der Industrie über die Marktchancen einer Synthese entscheiden. Auch dafür gibt der Le Blanche Soda-Prozess ein gutes Beispiel ab. Lässt man zur Gewinnung von Natriumsulfat hochprozentige Schwefelsäure auf Steinsalz einwirken, so wird das darin gebundene Chlor vollständig als Chlorwasserstoff freigesetzt. Er ist eine gasförmige, flüchtige und äußerst aggressive Verbindung von der chemischen Zusammensetzung HCl. Man leitete den Chlorwasserstoff durch aufgeschlemmten Braunstein, der ihn zu elementarem Chlor oxidiert, und lässt dieses mit gelöschtem Kalk chemisch weiterreagieren. Am Ende erzeugte man so Chlorkalk. Und was ursprünglich Abfall war, wurde so zum Aktivposten. Denn mit Chlorkalk kam ein ausgezeichnetes Bleichmittel auf den Markt, ebenso gewinnbringend zu verkaufen wie das eigentliche Produkt Soda für die Seifenproduktion. Auch unsere Zeit kennt Beispiele, dass ein Nebenprodukt entscheidet, ob sich eine interessante Synthese in der Industrie auch rentabel durchführen lässt. Phenol, ein Oxidationsprodukt des Benzols, ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die technische Erzeugung von Kunstharzen, Lacken, Schaumstoffen, aber auch von Chemiefasern.
Dafür wird weltweit im Jahre mehr als 1 Million Tonnen Phenol erzeugt. Allerdings nicht direkt aus Benzol durch einfache Oxidation. Das entstehende Phenol wurde dabei sehr schnell weiter oxidiert. Stattdessen hat sich in der Technik ein Verfahren durchgesetzt, das auf den ersten Blick eher umständlich erscheint. Bei ihm wird Benzol zunächst in Kumolhydroperoxid überführt, das man in einem weiteren Schritt in Phenol und Aceton spaltet. Und so ist diese Phenolsynthese zwangsläufig mit einem riesigen Anfall von Aceton verbunden. Das ist so lange kein Problem, wie sich Aceton als Lösungsmittel und für die Produktion von Folgeprodukten absetzen und nutzen lässt. Und hier die Bilanz für ein typisches Verfahren, die Produktion eines organischen Farbstoffes. Bei der Herstellung von je 100 Kilogramm davon fallen 82 Kilogramm Nebenprodukte an, die immerhin noch weiter verwertbar sind. Darüber hinaus aber rund 700 Kilogramm reine Abfallstoffe, meist in Form anorganischer Salze und somit ein Problem. Und die Rohstoffseite? 168 Kilogramm organische Vorprodukte sind erforderlich und müssen mit 700 Kilogramm anorganischen Chemikalien umgesetzt werden. So ist die chemische Industrie, indem eine Anlage verwertet, was irgendwo eine andere produziert, gleichzeitig ihr eigener bester Kunde. Und so durchziehen Produktströme das Land auf Straßen, auf Schienen und zu Wasser. So wird dort eingespeist, hier gelöscht und anderswo irgendein Zwischenprodukt verladen. In Fluss gehalten werden alle diese Ströme letztlich aus mächtigen Quellen der Natur, etwa Salz aus unterirdischen Lagerstätten. Schwefel, der unterirdisch mit überhitztem Wasserdampf geschmolzen und ans Tageslicht gefördert wird. Oder etwa Luft, jenes unermessliche und unerschöpfliche Reservoir für die technische Massengewinnung von Sauerstoff und Stickstoff. Alles andere als unerschöpflich aber Erdöl, das in absehbarer Zeit ausgebeutet sein wird, wie Kohle, die als Rohstoff fast schon einmal abgewirtschaftet, in unseren Tagen einen neuen Aufschwung erlebt. Und natürlich Metalle, von denen einige ganz gängige inzwischen so gehandelt werden, wie vor ein, zwei Menschenaltern nur die edelsten unter ihnen. Wertvolle Rohstoffe auszutauschen oder häufig notgedrungen durch leichter zugängliche Produkte zu ersetzen, empfand die Chemie schon immer als eine Herausforderung. Ein frühes Beispiel dafür ist die Geschichte des Kautschuks. Tränender Baum, Kautschuk, so sagten die Indianer Brasiliens, wenn nach dem Anritzen bestimmter Bäume eine eigenartige Milch zutage trat. Als Gummi wurde Kautschuk zum vielseitigen, unverzichtbaren Werkstoff für die Industrie schon Ende des 19. Jahrhunderts. Doch dem Aufblühen der Zivilisation hier stand dort die Unerbittlichkeit entgegen, den kostbaren Rohstoff um jeden Preis zu beschaffen. Hölle und Tod für zigtausende von Indios im fernen Kontinent, damit der Nachschub an Kautschuk für die Industrie hier nicht versiegte. Die Kautschukchemie beginnt mit Charles Goodyear. Nach langem Experimentieren, schließlich aber doch durch Zufall, fand er heraus, dass Kautschukfälle beim Erhitzen mit Schwefel ihre Klebrigkeit verlieren. Die Vulkanisation war erfunden. Der Chemismus ist heute wohl bekannt. Kautschuk baut sich aus kettenförmigen Riesenmolekülen auf, die locker ineinander verschlungen sind. Durch die Behandlung mit Schwefel werden die Einzelstränge an bestimmten Punkten miteinander vernetzt. So halten die Ketten zusammen, dennoch bleibt das Ganze dehnbar. Vom Naturkautschuk unabhängig zu werden und sich nicht dem Preisdiktat des Gummikartells beugen zu müssen, das war noch in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts das Ziel der Industrieländer, die nicht über Kolonien verfügten. Der Durchbruch zum Synthese-Kautschuk gelang mit dem Butadien.
einem Kohlenwasserstoff, der über Acetylen erhältlich war. Und dieses wieder aus Kohle und Kalk, zwei Rohstoffen, die buchstäblich vor der Tür lagen. Mit seinen beiden Doppelbindungen vermag jedes Butadien-Molekül zwei weitere zu binden. Ein Prozess, der nach Art einer Domino-Kette hunderte von Molekülen erfasst und zu kettenförmigen Riesenmolekülen verknüpft. Kautschuk aus der Retorte hat den Kautschuk aus der Natur mittlerweile überrundet und ein historisches Rohstoffmonopol ist längst gebrochen. Und hier macht man sich auf, ein Monopol unserer Tage zu brechen. In dieser Hochdruckanlage in Südafrika werden jährlich 30 Millionen Tonnen Kohle zu Benzin umgesetzt. Sie machen das Land faktisch unabhängig vom Erdöl, das es nicht besitzt. Vorbild ist ein Verfahren, das vor über 50 Jahren von den Chemikern Fischer und Tropsch entwickelt wurde. Und so wie hier ist heute allerorten die Chemie angetreten, um auf die größte Herausforderung in ihrer Geschichte zu reagieren, Ersatz für Erdöl zu finden. Darauf werden wir in einem späteren Programm noch ausführlicher einzugehen haben. Zunächst soll uns hier das Woher der Rohstoffe interessieren. Und zwar einmal ganz grundsätzlich gefragt, woher stammen überhaupt die chemischen Grundstoffe, die Elemente? Rund 90 an der Zahl prägen sie zusammen mit ihren Verbindungen ja doch das Antlitz unserer Erde. Was sie unterscheidet, ist gleichzeitig ihr kennzeichnendes Merkmal. Nämlich die unterschiedlich große Zahl von positiven Ladungsträgern, von Protonen, die neben ungeladenen Neutronen die Kerne aller Atome aufbauen. Ein Proton im Kern des Wasserstoffatoms, des einfachst gebauten Atoms überhaupt. Zwei Protonen im Heliumatom. Drei im Lithiumatom und so weiter, bis hin zum Uranatom mit 92 Protonen im Kern. Dass nun alle schwereren Kerne durch Zusammenlagerung lauter Wasserstoffkerne entstanden seien, diese übrigens ganz historische Annahme erfährt durch die Ergebnisse der modernen Forschung neue Aktualität. Indes sind die Bedingungen, unter denen Wasserstoffkerne zu schwereren Kernen verschmelzen, wahrhaft extrem und sie schienen bis vor kurzem im ganz wörtlichen Sinn fern in den Sternen zu liegen. In unendlich scheinenden Tiefen des Weltraumes, Millionen Lichtjahre von uns entfernt, verdichtet sich interstellarer Staub, fast ausschließlich Wasserstoff. So, vermutet die Wissenschaft heute, entstehen neue Sterne. Die lokale Verdichtung zieht weiteren Staub an. Als Folge des zunehmenden Schwerefeldes verdichtet sich die Staubwolke und erhitzt sich dabei auf unvorstellbare Temperaturen. Dadurch zerfallen zunächst alle Moleküle in Atome und diese dann in Kerne und Elektronen. Es bildet sich ein Plasma. Irgendwann ist die Energie der Kerne so groß, dass sie beim gegenseitigen Stoß miteinander verschmelzen. Als Ergebnis entstehen schließlich Heliumkerne. Man nimmt an, dass diese Kernverschmelzung bei etwa 5 Millionen Grad einsetzt. Dieser Prozess setzt gigantische Wärmemengen frei. Sie verhindern für eine Weile die weitere Verdichtung der Gasmasse. Das ist die energieliefernde Reaktion auf unsere Sonne. In jeder einzigen Sekunde werden in ihrem Inneren rund 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Irgendwann ist der Wasserstoffvorrat eines Sterns verbraucht. Aufs Neue setzt nun eine Verdichtung der Materie ein. Sie lässt die Temperatur auf mehrere hundert Millionen Grad ansteigen. Jetzt beginnen die Heliumkerne miteinander zu verschmelzen. Dabei entstehen schwerere Elemente, wie beispielsweise Kohlenstoff, aus dem bei späteren Zyklen noch schwerere Elemente entstehen werden. Energiebeträge aus Kernfusionen sind von fantastischer, ja unvorstellbarer Größe. So liefern 4 Gramm Wasserstoff bei diesem Prozess
2,5 Milliarden Kilojoule. Wollte man diese Energie herkömmlich erzeugen, so müsste man etwa 76 Tonnen Kohle verbrennen. Diese Energiebeträge sind so groß, dass man sie regelrecht wägen kann. Denn nach Einstein sind Masse und Energie ja über die Lichtgeschwindigkeit miteinander verknüpft und somit ineinander überführbar. Was also bei der Kernfusion an Energie frei wird, fehlt im entstehenden Reaktionsprodukt an Masse. Und deshalb sind Heliumatome leichter, als sie es der Summe ihrer Kernbausteine nach eigentlich sein müssten. Die fehlende Masse, immerhin sind das rund 0,7%, ist der sogenannte Massendefekt der Heliumatome. Massendefekt, das ist ein Maß für die Stabilität der verschiedenen Kernsorten. Hier erscheint der Massendefekt aufgetragen gegen die Zahl der Kernbausteine, der Nukleonen. Von Spitzen bei den Elementen Helium, Kohlenstoff und Sauerstoff abgesehen, nimmt die Kernstabilität bis hin zu den Elementen Eisen und Nickel zu, um danach wieder langsam abzufallen. Aus dieser Kurve lassen sich die energetischen Verhältnisse bei den verschiedensten Kernreaktionen ablesen. Um stabile Kerne zu gewinnen, können entweder leichte Kerne verschmolzen oder sehr schwere gespalten werden. Diese letztere Möglichkeit, genauer die Spaltung von Urankernen, gelang erstmals 1942 und wird seither in Kernreaktoren technisch genutzt. Der andere Weg, die kontrollierte Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Helium, ist heute weltweit Gegenstand intensiver und mit größtem finanziellen Einsatz betriebener Forschung. Unkontrolliert erlebte die Welt Kernspaltung und Kernfusion erstmals in den 40er und 50er Jahren mit der Zündung von Atom- und Wasserstoffbomben, hier in Dokumentaraufnahmen über dem Pazifik festgehalten. Die für die Reaktion in der Wasserstoffbombe erforderlichen extremen Bedingungen ließen sich nur dadurch schaffen, dass man als Zündsatz für die Fusionsreaktion die Detonation einer Atombombe nutzte. Urbausteine, Kernfusion, haben wir damit nicht die Chemie und unser eigentliches Thema aus den Augen verloren? Aber nein, wir haben nur die Wege zum Produkt einmal kurz in die Entstehungsgeschichte unserer Welt zurückverfolgt. Denn schließlich ist das Produkt der Urschöpfung der Rohstoff, den die Chemie heute aufgreift. Zum Beispiel dies, Erze. Erze als Rohstoff für die Gewinnung von Metallen. Darüber dann mehr beim nächsten Mal unter dem Titel Erde, Erze und so weiter. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen. Auch zum vierten Abschnitt dieser Reihe ist ein Begleitbuch erschienen. Volker Buß, Heindirk, Tom Diek, Vom Rohstoff zum Produkt, Verlagsgesellschaft Schulfernsehen in Köln. Das Buch ist zum Preis von 29,80 Mark ausschließlich über den Buchhandel erhältlich.